Gaffertape an Bord haben, ist schon gut. Die beiden Spiegel waren beide zu dicht beieinander. Und der Spiegel, der von dem anderen, also hier vorne, das ist noch nichts. Das ist nur so ein bisschen Klebkram, das sollte man wegpoliert bekommen. Aber ich bin leider doch nicht schadlos geblieben. Das hier könnte vielleicht noch wegpoliert werden. Das hier ist definitiv durch die Lackschichten durch. Hier ist der Lack auch weggesplittert. Das ist der wegfliegende, streifende Außenspiegel des Unfallgegners wohl gewesen. Und hier hinten hat er dann auch noch mal richtig einen abgekriegt. Da hat er sogar einen richtigen Knick in der Kante. Der einzige Vorteil ist, dass wir da hier hinten in dem Bereich sind. Das lässt sich noch erreichen. Da kommt man noch hin, um das Ganze wieder auszubeulen und zu lackieren. Schön ist das nicht. Und ich will euch da auch nichts Falsches erzählen. Ich war einen Ticken zu weit links. Kleinigkeit. Es reichte, dass sich die Spiegel berührten und alles andere ist dann daraus direkte Folge. Ne? Interessant finde ich, wie das entstanden ist. Wegfliegende, der ist beim gegnerischen Fahrzeug ist der Spiegel komplett abgebrochen, abgerissen und dann natürlich auch durch die Gegend geflogen, durch die Luft geflogen. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das quasi der Montagepunkt des Spiegels gewesen ist, der dann hier einmal einen reingezimmert hat. Insgesamt, es ist niemandem was passiert, es ist ansonsten nichts Schlimmes dabei passiert. Das hier sind Schäden, die sind noch überschaubar. Ärgerlich genug. Gott sei Dank habe ich eine Vollkaskoversicherung. Eine Hochstufung werde ich wohl in Kauf nehmen müssen bei der ganzen Geschichte. Aber dafür haben wir die Versicherung. Und auch der gegnerische Unfallschaden, der wird auch dann von meiner Haftpflicht dann beglichen werden müssen. Da gehe ich mal von aus. Die Schadenabwicklung müssen wir natürlich abwarten. Das ist ganz normal, normales Versicherungsprozedere. Ich werde schildern, wie es für mich gewesen ist. Ich bin zu weit links gewesen, die Spiegel haben sich berührt. Wohin hätte der Unfallgegner denn noch ausweichen sollen? Riesengroßer Kantstein auf der anderen Seite, also da ging nichts. Davon lasse ich mir aber jetzt meine Laune nicht verderben. Ein Spiegel ist kein Weltuntergang. Ärgerlich genug ist es. Ich ärgere mich vor allen Dingen über mich selber, aber es passiert nun mal. Hier sind auch noch Klebereste, Klebespuren. Der Spiegel ist einmal richtig gegen die Scheibe gedonnert. Ne? Und unsere Fahrzeuge sind schön breit und unsere Spiegel sind noch breiter. Und das ist das Endergebnis. Gaffertape an Bord zu haben, hat sich bewährt. Also ich wäre von der Unfallstelle kaum weggekommen. Das hing hier alles noch an den Kabeln dran. Wenn ich nicht gut eine gute Rolle Gaffertape gehabt hätte, dann wäre das nicht so schön gewesen. Mein Urlaub ist nicht in Gefahr, aber mit dem Spiegel wäre es, wenn Tekin nicht als Urlaubsretter auftreten würde und jetzt auch meinen Urlaub rettet und mir einen neuen Spiegel anbaut. Gott sei Dank hat er einen hier gehabt. Ich freue mich, genau. Ich war unterwegs, leider konnte nicht rangehen. Und dann habe ich gedacht, da ist irgendwas passiert. Ja. So, weißt du, mit Reifen hast du erstmal eigenes schlechtes Gewissen. Ja. Überleg dann, was könnte passieren. Was könnte gewesen sein? Nee, es war nur meine eigene Dummheit. Ne? Ach, passiert aber. Ja, wir sind alle nicht unfehlbar, ne? Auch ich nicht. Nee, aber erstmal hat man natürlich, trotz guter Arbeit, hat man so schlechtes Gewissen in dem Moment. Ja, ja. Nein, also brauchst du nicht zu haben, ganz im Gegenteil. ich habe gerade mit ihm darüber philosophiert. Ich habe die neuen Schraubfedern ja drin und da kann ich auch nur berichten. Das Video verlinke ich euch hier. Die Schraubfedern, die sind ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich kann euch das nur empfehlen und nur nahelegen. Macht das. Ich höre plötzlich hier vorne Geräusche, die habe ich noch nie vorher gehört, weil das Auto insgesamt so leise geworden ist und so schön und satt abrollt. Das Fahrgefühl ist nicht mehr so schwammig. Das ist absolut exakt. Also eine Riesenverbesserung. Das war gut angelegtes Geld. Deine persönliche Meinung war mir wirklich sehr, sehr ja. wichtig. Und ich kann dir auch sagen, ich habe super Aufnahmen, die habe ich nämlich schon gesichtet. Ja. Dass ich also auch schon die Kamera wieder unten am Abwassertank festgemacht hatte. Und dann also auch schon mit den neuen Federn jetzt dieselbe Stolperstrecke gefahren bin. Also das sind geile Aufnahmen. Da kannst du dich drauf freuen. Freue mich wirklich drauf. Ja. Die Aufnahmen kannst du mir sehr gerne. Die kriegst du, die kriegst du.
Die hast du dir mehr als verdient. Die vier Schrauben hast du abgezogen. Die vorher schon mal gelöst. Mhm. So schnell ist er ab. Bist du nicht erschrocken oder? Natürlich erschreckst du dich, wenn das Ding wegballert. Da erschreckst du dich aber ordentlich. Aber das ist eben, das unterschätzt man auch schnell bei so einem breiten Auto, ja. Wie breit der Spiegel dann noch hörbar. Ich habe selber Wohnmobil am Anfang des Jahres in die Zahlung genommen und bin dann probeweise mal um zu probieren, tatsächlich, wie ist das, wie fühlen die Kunden sich auch gefahren. Und das ist was anderes, wenn du selber mal wirklich lange Strecke fährst, mhm. im Vergleich dazu, wenn du hier in die Werkstatt und Probefahrten durchführst. Also ja. Ist schon andere Größe. Wenn man wirklich auf einer längeren Strecke damit unterwegs ist. Ne? Ja, da kann man sich wirklich schnell unterschätzen. Ein Weg. Ne? Genau. Also wenn das ein tiefer Kratzer ist, das ist wirklich tief. Ja. Das ist tief, das spürst du. Das ist oberflächlich, der ist ja. tief. Das ist tief. Aber das müssen wir ja... Jetzt, das Gute ist, die Scheibe ist ganz geblieben. Ne? Ja. Ich kann jetzt damit erstmal fahren. Ich wollte dir nur helfen. Nicht erschrecken, den hat er so eingestellt, dass er so wenig überdrehen darf. Ne? Der hält dann sofort an der Stelle, wo es knirscht. Genau, das wollte ich sagen. Im Drehmoment weiß ich jetzt unbedingt nicht darum. Ja. Ist aber kein tragendes Teil. Ja. Ich ziehe neulich noch mit Hand nochmal nach und dann ist das fest. Dann ist der fest. Ne? Wir haben bei Michi sein Spiegel einmal elektrisch verstellbar und mit dem Außentemperatursensor. Mhm. Und beides ist natürlich dran, deswegen haben die zwei Stecker. Der Außentemperatursensor ist dann auch derjenige, der dann im Display dann quasi die Temperatur liefert, die da angezeigt Korrekt, wird. Dann, genau, ne? Da sitzt quasi am Spiegel, ist das diese kleine Knopf. Ja. Ah ja, da unten ist er. Mhm. Kann schon mal vorkommen, dass irgendwann, bei einigen Fahrzeugen ist das schon mal vorgekommen, dass da Außentemperatur minus 40 unrealistische Temperaturen angezeigt hat. Dann, dass man denkt, man ist in Sibirien und in Wirklichkeit steht man eigentlich gerade in Spanien am Strand, ne? Ganz genau, so sieht es aus, ja. Nachteil ist dabei, dass wenn man eine automatische Klimaanlage hat, das auch nicht richtig funktioniert dementsprechend, ne? Ja. Ich habe Gott sei Dank nur eine manuelle. Ich kann dann, im Zweifelsfall kann ich dann Override machen. Ja. Ginge wahrscheinlich ja einfacher, wenn man das komplett, aber dann muss man die ganzen Demontageschritte auch noch machen. Ja. Das ist, dauert noch länger. Ja. Wenn ich das jeden Tag, oder jeden Tag nicht, aber öfters mache tatsächlich, weil viele sich den Spiegel abfahren, ja. Kommt schon mal öfters vor. Das beruhigt mich jetzt irgendwie so ein kleines bisschen, ich bin nicht der einzige Depp. Du bist definitiv nicht der einzige. Das ist der Grund, warum sowieso was auf dem Lager. Ja, und da bin ich wirklich dankbar für, dass das hier auf Lager war. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt auch Bauteile, haben wir am Wochenende gerade gehört, in dem anderen Video, wo man mal 12 Wochen auf ein Teil warten muss. Ja. Allerdings war das jetzt auch wirklich ein Extremfall. So, die Funktion ist da. Blinker geht. Wunderbar. Hört man den Stein fallen, der hier mir jetzt gerade so von der Brust runterfällt? Verdunklung wieder. Das muss ja wichtig ist, dass er hier einrastet. Hier nämlich eine Führung. Mhm. Dann
genau da sitzt sie, ne? Da ist das, das Gegenstück, ja. Da oben ist er geklipst, hier hat er dann einen, wo er reinrutscht, und da oben ist dann eine Schraube drin. Genau, die ist da oben. Die hätte ich ja auch gerade gelöst, als ich dann hier die ganze Verkleidung ab hatte, um dann hier den Prickstop zu montieren. Und das nehmen wir natürlich mit für die Versicherung. Sicher. Gutachten muss ja noch gemacht werden. Aber die Verkehrssicherheit muss halt auch hergestellt werden, ne? Genau. Kann das mal erledigt werden. Ja. Sieht doch wunderschön aus. Man sieht ihm auch tatsächlich an, dass er neu ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie die das nachher lösen. Das wird schon schier werden. Na? Genau. Und letztendlich muss ich mir an die eigene Nase fassen. Passiert. Ja. Menschen, jeder hat mal einen Fall gemacht. Jeder macht mal Fehler. Ne? Tick. Einmal der Urlaubsretter. Ne? Haben wir am Freitag ja auch gerade gehabt. Also genau. Jetzt bist du mein Urlaubsretter. Auf alle Fälle. Ne? Die beiden, die gerade jetzt auch hier mit ihrem Mobil zum TÜV da sind, die haben mich dann gebeten, ich sollte auch noch mal auf der Heckscheibe unterschreiben. Und das machen wir jetzt mal. Dann suchen wir ein schönes Fleckchen. Ich finde das Piratenschiff, komm ruhig näher. Das Piratenschiff finde ich ja fantastisch hier mit dem Sonnenuntergang. Da verewige ich mich mal daneben. Jawohl. Siehst du wohl. Und einen Aufkleber haben die beiden natürlich auch gekriegt. Na? Vielen Dank. Gute Reise. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank, Tekin. Du hast mich gerettet. Sonst wäre das mit der Messe Caravan Live in Freiburg nichts geworden. Das hätte ich sonst so schnell, glaube ich, nicht gemanagt bekommen. Und jetzt kann ich mich ans Packen machen. Der Spiegel hat auch schon die ersten Insekteneinschläge hier abbekommen. Die Heckgarage habe ich auch ein bisschen umorganisiert. Deswegen muss ich da jetzt auch richtig ins Packen rangehen, dass das alles jetzt seinen neuen Platz findet. Das würde ich alles ein bisschen umorganisieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, also mir hat der Schaden natürlich nicht gefallen und euch muss das auch nicht gefallen, dass ich einen Unfall gehabt habe. Aber wie gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Shit happens, wie man landläufig so sagt. Ich freue mich darüber, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und wenn ihr mir sogar ein Abo da lasst, freue ich mich noch mehr. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich wirklich über jedes eurer Abos. Gerade uns kleinen YouTube-Kanälen hilft da wirklich jeder einzelne Abonnent. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.